dass man irgendwo das den Blutcocktail hinwirft. Das können wir gleich mal ausprobieren. Und die Spinnen dann alle dahin laufen. Ja gut. Das war zu einfach gedacht. Und auch. Oh! Also es trifft die meisten halt nur auf den Kopf. Das ist ein bisschen das Problem. Komm, du willst mich. Du hast doch schon deine Arme hochgenommen. Komm, du willst es doch auch. So ein Scheiß, dass es ihn hier auf den Kopf trifft, ey. Und die nächste wird rein. Ich ignoriere jetzt den Rom einfach mal bewusst, weil der kann ja gerade nichts. Viel mehr achte ich jetzt auf die Hüpfespinnen. Und darauf, ob eine nachkommt. Jo, der Kopf ist gepanzert. Oh lol, da hat einer den Körper gemacht. Jetzt nichts dran. Ich muss nur übel aufpassen, wenn eine wieder springt, ey. So. Cool, und es sind noch keine nachgekommen. Ja, okay. Die sind kaputt. Eine Aufnahme. Sexy. Ah. Okay. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ach, und da geht der Spaß wieder von vorne los, oder was? Mit schlimmerer Musik. Kann der jetzt was, oder was? Das sieht so aus. Der schmeißt Fische! Wollen wir es einfach mal als Fische sehen. Nee, ich glaube, es sind Eisklumpen oder so. Das macht das Ganze natürlich weniger entspannt. Alter, wie weicht man den am besten aus? Problematisch. Oh. Das erste Mal hat es besser geklappt, da hat er mich nicht getroffen.
Nein, jetzt macht er den Schaden. Was ist das denn? Wenn er sich rollt, dann schießen die aus dem Boden. Okay, einfach nur im richtigen Moment wahrscheinlich sidesteppen. Alter, das sind so viele. Ich habe irgendwie ein oder zwei erledigt gerade. Da ist noch eine Lowlife. Man muss ja auch immer aufpassen, dass sie nicht springen. Und das Problem ist halt, dass meine Blutviolen alle sein werden, bevor die Boys da weg sind. Also ich mag es viel mehr, wenn er sich rollt, der Rom. Ich habe lange nichts gemacht. Okay. Ganz schnell weg. Weil nicht, dass er sich rollt und dann die krasse Scheiße aus ihm rauskommt, ey. Genau das meine ich. Das ist jetzt ein One-Shot gewesen, ne? Dann wäre ich ausgerastet. Ach nö. Ach, ist das nervig. Oh, jetzt kommt mehr. Jetzt kommen Ice Waves. Die ganze Zeit oder was? Was ist das? Ah, jetzt macht er alles einfach noch mal eine Tube schlimmer. Jetzt kann er auch noch angreifen, aha. Kack die Wand an, ey. Ach, und hauen kann er auch noch. Seine scheiß Spinnen damit selber vernichten würde. Okay. Was ist das denn jetzt bitte? Mann, jetzt haben wir die Spinnen den Weg versperrt. Fuck. Oh, komm schon. Fuck. Yeah. Oh, wer bist du denn? Alter, mein Herz, Leute. Auf die letzte Fiole. Majora's Mask! Confirmed. Hol die Ocarina raus.
Junge, Junge, das war die behinderte Spinne. Alter Vater Popada, ey. Hey, der Witzka. Ja, Ladezeiten des Todes. Und Emsor, machst du das Boss-Command neu? Ich glaube, die Dings hatten wir. Ritualbezirk? Ritualgeheimnis gebrochen. Suche das Albtraumkind. Ich. Warte mal, hier war ich doch schon mal. Ach, und guckt mal an. Das ist der Wahnsinns-Spassi. Alter, das ist ein fettes Ding. Den man da sonst. WTF. Okay, ich habe erstmal ein paar Seelen, ne? Den hat man sonst ja nicht gesehen. Aber guck mal, das ist dieser Wahnsinnssauger da. Ja, Prinzessin-Cola, ne? Ja, ich habe keinen. Sehr schön. Zum Glück droppen die Typen immer plus 4 rein. Mir welche? Danke. Oh, die beiden Boys da oben sind halt richtig anstrengend. Oh, nice. Ja, das ist auch gut. Sehr gut gemacht. Das Ding da oben irritiert mich total. Okay, 25.000. Ja, aber. Ja. Ich gehe da erstmal weiter. Ich bin jetzt ein bisschen. Tja, der hat komische Armhaare. So, weil hier ging es ja letztes Mal nicht lang. Unsichtbares Dorf. Ja, Harul. Na, hi. Ja, hi, hier waren wir doch schon mal. Also, nur halt in der Kammer von Sackmenschen verschleppt. LOL. Guckt euch das mal an. Überall sind diese Kriecher, Klebe, Schwabbeltypen hängen an der Wand. Hi Freddy. Seht ihr die da? Warte mal, ich gehe nochmal auf die Treppe. Vielleicht sieht man sie dann besser. Da! Die hängen da überall an den Wänden. Riesenviecher, ey. Ich mag die nicht. Ich will hier nicht sein. Okay, hier ist erstmal eine Lampe. So. Okay, mit dem konnte ich nicht reden, aber auch nicht töten. Und hier ist schon mal eine Lampe, was ganz gut ist. Das hier wird ein Shortcut, bin ich ganz davon überzeugt. Wow! Erschrocken des Todes. Der macht seine Hand bis dahin. Das ist krass. Okay,
Heidewitzka. Cthulhu? Wer ist nochmal Cthulhu? Alter, dieser Mond. Muss ja jetzt übel aufpassen, wo die alle hängen, oder? Blutsteinbrocken, geil. Na du? Ach, da kommt der nächste. Schön, dass ihr euch so durch Schlabberin des Geräuschen an. Dass ihr euch durch Schlabbergeräusche ankündigt. Hä? Wo kommen die denn her? Tauchen die auf einmal auf? Ja, guckt euch das an! Die spawnen hier einfach! Deswegen sind die auch so rot, weil irgendjemand die beschwört oder so. Wahrscheinlich da hinten der Typ. Ja. Deswegen bekommt man auch nichts für die. Okay. Gut, dann machen wir ja an der Stelle gleich weiter. Das ist mir jetzt zu risky aus. Boah, an der Stelle könnten wir auch langsam auf LOL switchen. Haben wir jetzt einiges geschafft. Gerade das, und dann halt neues Gebiet und so. Jetzt geht's zügig voran. Zweite bin ich auch oft gestorben, aber auch die Kelche gemacht und so. Also zumindest mal angefangen damit. Gibt's hier irgendwas? Ach, man kann jetzt Blutsteinsterben und Ritualblut kaufen. Hier gibt's nichts Neues. Guck ich mal, ob es bei den Boys da oben was Neues gibt. Sieht das hier schon krasser aus irgendwie? Ja, guck mal, hier ist es auch schon. Also, ich nehme an, hier wird's immer düsterer. Weil ja diese Wolken halt wahnsinnig cool aussehen. Nicht schlecht, Herr Specht. Und der Dude ist hier immer noch nicht. Aber gut, wir wurden ja auch in ein neues Gebiet geportet. Also das ist ja schon der Hinweis genug. Unterirdisches Gefängnis. Hm. Willkommen daheim. Was für... Nun gut, lasst mich... Ach so, wie viel brauche ich denn? Egal, ich level erstmal und guck dann, ob ich meine Waffe aufwerten kann. Ich kann noch ein Level machen. Dann guck ich jetzt mal schnell nach der Waffe. Okay, dafür brauche ich noch einen Brocken. Und dann ändert sich auch die Skalierung von meiner Waffe. Oh, und das skaliert halt auch übel gut, ne? Also es ist übel gut, aber es skaliert halt dann mit B. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja gut, dann schlucke ich hier noch zwei von diesen Kaltblutzeug. Was ist das? Leere Hülle, die Waffen arkane Kraft verleiht. Kann man die verbrauchen? Oder ist das so ein... Ich weiß nicht. Es sah so wichtig aus, als wir es bekommen haben. Ach, keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich... Oh. Ach so, das sind jetzt ja die... Und zentral? Tiefe 2. Ach so, und das ist Tiefe 1. Ah, okay. Und hier braucht man Ritualblut. Ritualblut 1. Ach so, und wir haben Ritualblut 2 bekommen. Ah. Ach so, und das sind diese Ränge quasi von den Dingern. Hier braucht man Grabschimmel für. Hier braucht man einfach nur Ritualblut 2. Ah, okay. Dann damit. Der alte im Rollstuhl.
Ja gut, warte mal dann. Jetzt hier, was wollte ich machen? Kaltblut Dingsbums. Verwenden. Genau, und noch eins. Und dann kann ich aufleveln. Genau. Willkommen da. Was? Guten Tag. Nun gut, lasst mich. Ich werde nur noch einen mehr auf Stärke gehen. Ich weiß halt nicht, bei wann der dieser Punkt ist, wo es nicht mehr so viel bringt. Wenn das jemand weiß. Ja, cool. Fest verschlossen. Ja gut, dann würde ich aber trotzdem sagen. Ich will eigentlich schon weitermachen, aber ich habe auch Bock auf LOL und... Ja. Ich mach bei LOL aber definitiv dann erstmal... Ach, dazu später, ne? Erstmal hier für YouTube und so. Alter, das sieht so cool. Dieser Himmel. Dieses Spiel. Ich meine, ja klar, auf dem Rechner, muss man sagen. Ja, kenne ich, aber habe ich nicht gesehen, weil ich auch Breaking Bad nicht gesehen habe. Man muss sagen, natürlich auf dem Rechner, man könnte das Ganze hier so grafisch, von grafischen Effekten her, ihr habt es auch gerade gesehen, hier da flimmert so ein bisschen die Säulen. Wenn ich hier stehe, dann haben sie kurz geflimmert. Man könnte das besser machen. Auf dem Rechner auch. Und krassere Scheiße noch da rausholen. Aber was ich halt so gut auch in dem Spiel finde, ist halt das Design. Das würde, ja, auf dem Rechner auch nicht anders aussehen. Das finde ich halt echt cool. Ja gut, an der Stelle für YouTube. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder.